Natur, formvollendete Schönheit. Immerwährend, ewig, unvergänglich. Ein Kosmos der Formen und Farben. Stark und energievoll. Elemente im Einklang. Die frische Brise. Das strahlende Licht. Der fließende Strom. Die starke Verbindung. Elemente, die vollkommen neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Die Firma Inovis entwickelt und vertreibt hochwertige Materialkonzepte für den internationalen Schmuckmarkt. Mit neuen Ideen, hoher Qualität und umfassender Kundenorientierung ist der Fokus auf kreative Goldschmieden und Manufakturen gerichtet. Colorit, ein Materialkonzept, das mit hochwertigen Werkstoffeigenschaften und der Beständigkeit von Farben unentbehrliche Voraussetzungen für höchste Qualität bietet. Der neue hochwertige keramikverstärkte Verbundwerkstoff ist haft-, stoß- und verschleißfest. Durch das Aushärten mit Licht ist die Verarbeitung dennoch einfach und schnell. 8 mischbare Farben geben eine gute Basis für eine vielfältige, individuelle Gestaltung des Materials. Und auch eine Nachbearbeitung der Farben ist problemlos möglich. Die Verarbeitung. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz staubfrei und trocken ist. Colorit muss unbedingt vor Tageslicht geschützt werden, da Colorit-Farbmassen lichthärtend sind. Für eine optimale Haftung muss Colorit mechanisch und chemisch befestigt werden. Zunächst werden die Schmuckstücke galvanisch oder mit Aceton entfettet. Nun wird ein wenig Colorit auf die Glasmischplatte gegeben. Entfernen Sie Luftblasen und Staub mit der Sonde. Jetzt tragen Sie Colorit Link mit dem Einwegpinsel dünn auf und lassen es 5 Minuten trocknen. Sodann wird Colorit Bond mit dem Einwegpinsel ebenfalls dünn aufgetragen und 3 Minuten mit Colorit Light, dem Handlichtgerät, gehärtet. Nach dem Härten tragen Sie die Colorit-Farbmasse mit dem Applikationsinstrument in einer Schichtstärke von rund 0,5 mm auf. Kontrollieren Sie die Farbmasse erneut auf Lufteinschlüsse und Verunreinigungen. Die Schicht muss mit Colorit Light 10 Sekunden zwischenhärten. Bei mehrschichtigem Auftragen können die folgenden Coloritschichten ohne Colorit Link und Colorit Bond aufgetragen werden. Kleinflächige Einlagen enthärten mit Colorit Light 5 Minuten. Dabei sollte der Lichtleiter die Materialoberfläche berühren. Rundum-Einlagen, zum Beispiel Fingerringe, müssen Sie an mindestens 3 Stellen jeweils 5 Minuten aushärten. Die Aushärtung mit Colorit Power. Zwischengehärtete Schmuckstücke enthärten im Colorit Power mit Programm 1 25 Minuten. Colorit lässt sich problemlos schleifen, polieren, strahlen oder drehen bei hoher Drehzahl. Die Aushärtungstiefe gemischter Farben mit Clear oder Schwarz ist individuell. Für eine optimal ausgehärtete Einlage sollten Sie die Aushärtungstiefe ermitteln. Verwenden Sie hierzu ein durchbohrtes Metallstück als Hilfsmittel. Die Unterseite dichten Sie mit schwarzem Klebeband ab. Gießen Sie nun Colorit in die Nut. Anschließend belichten Sie es von oben
und messen die ausgehärtete Schichtdicke. Um Formteile herzustellen, zum Beispiel Cabochon-Imitationen oder Kugeln, wird Kolorit in transparentes Silikon gegossen. Beachten Sie hierbei unbedingt die Durchhärtungstiefe. Farbgestaltung. Kolorit. Entdecke die Elemente.